Maurice Fox ist auf dem Weg, um Ayana Puri zu retten, und wir müssen entsprechend Maurice Fox retten, denn er ist nun mal kein Soldat. Ja, wir sind hier bereits im Schutze der Nacht vor dem Hauptquartier von Skelltech angelangt, wo sich Ayana Puri und entsprechend auch Maurice Fox aufhalten sollen. Und ja, beginnen wir die Infiltration. So, wo haben wir denn hier einen Gegner? Ich höre die ganze Zeit welche reden. Doch, da ist einer. So, der Checkpoint, der passiert werden muss, wenn man zum Skelltech Hauptquartier möchte. Ja, können wir ja tun, nachdem wir die Gegner neutralisiert haben. Einer links und einer rechts. Keine Bewegung zu sehen. Haben wir eine Blend? Ja, haben wir. Was? Blendgranate! Kacke! Ein Eindringling! Letzte Position! Ja, okay. Das war dumm. Drückt ab! Verdammt! Es geht los! Sag mal, wie oft kann man denn daneben schießen? Direkt eine Spritze in den Arm jagen. So. Gut, dann rücken wir weiter vor. Nehmen wir gerade das Fahrzeug, das hier steht. Ja, einsteigen bitte. Die Nacht sieht halt so geil aus, einfach. Oh, Drohnen. Wir lassen das Fahrzeug einfach mal hier stehen, würde ich sagen. Steht da einer? Ich sehe es von hier aus nicht. Nee. Ist halt so schade, dass die Nachtsicht total, ja, nutzlos ist. Die Wärmebild ist einfach viel besser. Okay. Haben wir hier eins. Oh, das war knapp. Der hat schon in unsere Richtung geguckt. Was ist mit ihm da hinten? Ah, zu spät. Ich sollte vielleicht mal Voice Attack nochmal aktivieren. Sag mal, warum kann... Warum? Geht das bei ihm nicht? Bewege mich zum Ziel. Ah, jetzt. So, den Bug hatte ich noch nie. Tatsächlich. So, alle schussbereit. Na dann. Ah, ein Eindringling! Lass die Gefangenen nicht aus den Augen! Die VIP versucht zu fliehen. Prima. So, hier unten alles geklärt. Dann können wir weiter vorrücken. So, hier haben wir zwei. Ein Geschütz mitten auf der Treppe. Wir finden mir doch sicher was. Okay, alles bestens. Hab nichts von den Fernschützen gehört. Also sollte da auch alles passen. Oh. Ach, shit. Blöde Drohne. Warum flackert das da so? Komisch. So. Oder weißt du was? Ich mach das selbst. Tja, wenn ich treffe, mache ich das selbst. Ich kann halt mit dem Ding echt nicht gut zielen. Sehe halt nicht, wann. So müsste es eigentlich gehen. Geht doch. Nice. Da oben turnt einer rum.
Jetzt nicht mehr. Verdammt, Fox. Finden Sie Puris Büro. Ja, das ist das, was ich möchte. Was ich hier versuche. Kommen wir hier hoch? Zoom mal wegnehmen. Mist, ich komme nicht hoch. Schade. Schade. Enterhaken wäre ganz lustig. Guten Tag, der Herr. Ach, Mist, da war noch einer. Oh, einer mit Nebenmission. Oh. Ah, da. Schaltet sie aus! Stellungswechsel! Feinde gesichtet! Kontakt! Wow! Easy! Shit! Das hier läuft überhaupt nicht nach Plan. Ich sehe einen Sniper, der gleich schießt! Ich sehe einen Sniper, der nie wieder schießt. Oh, haben wir nichts mehr. Davon haben wir was. Bam. Das war die Sache mit dem Geschützturm. Oh, hi. Achso, das ist fixiert. Ich soll mal wieder zu mir kommen. Ah, hier geht's hoch. Ach, verdammt. Hab ich eben gar nicht gesehen. Nein, doch nicht. Da ist er. Die Wichser kriegen's. Der Angreifer ist weg. Erledigt das. Wo ist er? Scheiße. Oh, scheiße. Nein. Oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte seinen Kopf im Visier. Falsch gedacht. Und wo ist jetzt dieser andere Sniper? So geht das. Jo, so geht das. Wow. Ja, das habe ich auch gemerkt. Das war's für mich. Tja, das war's. Auf ein neues. So. Da wir jetzt ja wissen, wie das da oben läuft, wird das diesmal klappen. Da bin ich fest davon überzeugt. Den Checkpoint haben wir checkpointmäßig umgangen. Dank einem gut gesetzten Checkpoint von Ubisoft. So, wo sind diese Sniper? So. Eigentlich dürften die uns ja hier nicht entdecken, wenn wir hier rumlaufen, ne? Ist ja dunkel. Verdammt, Fox. Ich hätte nicht gedacht, dass mir diese autonomen Waffen gefallen würden. Versteh schon, aber wenn die ausfallen, haben wir ein riesiges Loch in der Sicherheitszone. Unser Generator treibt alle. Roger, Zielannäherung. Ich bin stecken. Weißt du was? Weil es so lustig ist. Oder? Machen wir es so. Meint er, ich soll es riskieren? Oh Gott, die schießen ja gar nicht. Ah, jetzt. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! So, abermals unten alles alles geklärt. Alles geklärt. So, dann können wir ihn hier mal greifen. Mal schauen, was er so weiß.
Hast du mir was zu sagen? Ich hab dir nichts verheimlicht. Du hast mir überhaupt nichts gesagt. Eine Zugangskarte wird benötigt. Wo finden wir die? So, einmal. Einmal die. So. Einmal die. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Ja, da haben wir drei. Ach, das ist hier die kleine Drohne, die da über dem schwebt. Der kleine helle Punkt. Da haben wir noch einen. Ach Mist. Wir haben schon eine Leiche gefunden. Ist aber nicht weiter schlimm. Für den Moment. Nice. Sauber. Das ist der nächste. Da der übernächste. Hä? Wer schießt da? Ach, ganz da hinten. Outcast versus Sentinel. Wer gewinnt? Also der Sentinel hat in meinen Augen schon ein paar Headshots kassiert. Und er lebt immer noch. Ich glaube, da gewinnt niemand. Oh, es hat einer gewonnen, scheinbar. Oh, der Outcast hat gewonnen. Nice. Bereit zu schießen. Oh. Ist das da einer? Nee. Wir nutzen mal die Drohne. Kann man die auch? Nee, kann man nicht. Alles klar. Aha, ja, ich hol dich gleich, keine Sorge. Wo sind Sie hin? Hab sie aus den Augen verloren. Hä? Da oben habe ich doch überhaupt nicht gedrückt. Das erklärt auch, warum die Drohne nicht da hochgeflogen ist. Weil ich da überhaupt nicht gedrückt habe. Die Drohnen sind nämlich normalerweise sehr schnell, aber gut, dass ich jetzt weiß, dass da ein Gegner ist. Okay, dann würde ich sagen, Feuer! Yep, alles sauber hier. So, aber abermals müssen wir den Geschützturm ausschalten. Geschützturm ist... Ah, den treffen wir so nicht. Von hier aus habe ich ihn getroffen, ne? Ja. Oh! Das war dezent knapp. Und von... Geht die Sonne auf? Oh, die Sonne geht auf. Wie geil das aussieht. Wie geil das einfach aussieht. Direkt ein Screenshot gemacht. Da. Er öffnet gar nichts. Ich glaube nämlich, er ist tot. Okay, dann Team sammeln. Los, sammelt euch bei mir! Roger, sind auf dem Weg! Wo kommen die her? Ach, das sieht so geil aus einfach. Töten Sie alle! Der ist weg! Sagt der uns jetzt, woher wir eine Schlüsselkarte bekommen? Das wäre ganz nice.
Rede, was weißt du? Ach, mehr weiß ich nicht. Lass mich gehen! Okay, Vic, ich lass dich gehen. Im Sicherheitsraum gibt es eine Zugangskarte. Wo ist der Sicherheitsraum? Hä? Was war das denn für ein Schrei? So, ich gehe jetzt da hinten wieder hoch. Wie eben. Zu diesem Ort, wo es keine Deckung gibt. Wo wir eben gestorben sind. Das da hat sich sehr nah angehört. Da läuft er rum! Ihr wollt mich doch verarschen. Der Eindringling. Sehr gut gemacht. Ich sehe niemanden. Scheiße, wir werden sterben. Jo. Also du zumindest ja. Ausgesetzt, okay, ich finde dich nochmal. Jetzt hol ich dich, du Pisser! Ist das dieses Holen, von dem immer alle reden? Ja, dann geben wir ihm besser keinen Sichtkontakt, wenn es dann vorbei ist. So macht man das. Da die jetzt alle da runterlaufen scheinbar, könnten wir eigentlich einfach reingehen. Wenn keiner hier oben mit uns rechnet. Warum nicht? Einmal nachladen, bitte. Aber trotzdem vorsichtig sein. Hä, wie ist er denn da drin gestorben? So, da ist eine Tür. Da ist eine Kiste. Und wie ist er da drin, hier drin gestorben? Das verstehe ich nicht. Ah, sie hatten bestimmt eine Simultanschussdrohne angeheftet. Geh doch nicht einfach da durch. Mein Gott. Melde mir wenigstens Gegner, wenn da drin welche sind. Sieht schön aus hier. Und vor allem mit dem Licht, das ist so geil. Stellt euch mal vor, das mit Raytracing. Die Sicherheitskarte ist auf dem Tisch. Nee, bitte nicht. Bitte räuchert uns nicht aus. Die sind alle da hinten. Gut, dann. Oben scheint keiner zu sein. Also ganz da hinten. Wir müssen weitersuchen. Das war zu einfach. Ich hoffe, du warst sparsam, wie ich gesagt habe. Vor dem Ausnahmezustand? Natürlich nicht. Ich habe dir gesagt, dass ich alles gefasst habe. Sobald das in der Heimat bekannt wird, stürzen die Börsenwerte in den Keller. Total Crash. Das volle Programm. Oh Gott, ich werde Millionen verlieren. Wir sprechen beide ordentlich reinreiten. Ich dachte, du hättest gespart. Hab ich ja auch. Und trotzdem. Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Mann sagt, da ist keiner mehr. Jo, absolut keiner mehr. War die, dass die da gesprochen haben? Ne, es sind zwei Frauen, oder? Keine Ahnung. Hallo. Einen schönen Tag. Ja. Ich brauche Hilfe, diesen Ort zu finden. Kennen Sie ihn? Ich kann Ihnen einen Ort zeigen, an dem Sie sicher etwas finden werden. Ich danke Ihnen. Ich glaube, die ist mein Spirit Animal. Sitzt vorne auf der Stuhlkante und spielt mit dem Tablet, während sie arbeiten sollte. Sie hat ihren PC nicht mal an. Na gut, ihr Tablet auch nicht, aber... Und sie? Hier muss es interessante Daten geben. Auf meiner Seite gibt es keine Unterkunft mehr. Bei mir hier drüben ist auch nichts. Gutes Ding, Ghostbeat. Oh, noch eine Kiste. Guck mal eben nach, was das war. Nee, guck nicht nach. Ist es nicht wert. Ich laufe einfach viel zu selten mit der Pistole rum. Dabei ist der Echelon doch eigentlich für die Pistole gemacht. Hallo, Sicherheitsraum. Hast du die Sicherheitskarte? Zugangskarte? Nein, du bist ein Handy. Toll. Du bist die Sicherheitskarte. Zugangskarte. Das ist ein Sicherheitsausweis. Ja, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Warum sollte ich mir das jetzt extra noch anschauen? So, auf zu Ihrem Büro.
Ach, wieder. Wieder eine Pornotante da. Sind alle Gegner tot? Ich glaube schon, irgendwie, ne? Es schreit keiner mehr darum. So, Leute, ich schalte mich schon mal aus. Denn es wird nicht schön. Fox. Sie sind der dümmste Überflieger auf der Insel. Ich helfe Ihnen. Na los, nach Erewhon. Stopp! 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 Ayana. Ihr Freund Hill. Er hat Ayana. Josiah? Josiah Hill? Die Frau, die mich angriff. Sie weiß, wo... Kommen Sie, Fox. Sie schaffen das. Okay? Denken. Sie hören Harmony. Sie ist alles, was... Was würde sie denken, wenn ich einem Freund nicht helfe? Wenn ich nichts tue? Stehen Sie auf, Fox. Das wird schon. Verdammt, Fox. Ruhe in Frieden, mein Freund. Und damit wird Harmony, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ihre Mutter auch tot ist, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, damit wird Harmony zur Vollweise. So, wir folgen mal der Schmutzspur. Wen haben wir denn da? Komm, gib nicht so an. Das war Yellow Leg? Das waren jetzt die vier Elite-Wolves, oder wie? Oh shit. Keiner von denen war eine besonders große Herausforderung, wenn ich ehrlich bin. Los, zeig's denen! Also. Yellow Leg hat ja einfach überhaupt nicht gekämpft. Stand einfach komplett ohne Deckung auf der Treppe. Ja, komm. Ja, komm raus. Jetzt gibt's Ärger. Ja, was ist? Wie fliegt der denn? Sag mal, ist der besoffen? Geht doch. Nice. Geht doch. Können wir Fox holen? Vielleicht können wir ihn in den Heli verfrachten und nach Erewhon fliegen. Die Hoffnung
Nein, geht nix. Ich kann mich nur auf ihn stellen, was ich nicht will. Noch einer? Ihr wollt mich doch verarschen. Wie viele von euch soll ich denn noch vom Himmel holen? Schwierigkeitsgrad extrem, ne? Ihr wisst's. Noch einer! Sag mal, die hören ja gar nicht mehr auf. Oh, vielleicht hätte ich meine Klappe nicht so weit aufreißen sollen. Shit, ich bin verletzt. Oh, Entdeckung! Einmal mit dem verwundeten Bein noch eine Rolle gemacht. So, wieder auf Einzelfeuer umstellen. Gut. Normale Tabor hatte der. Warum heißt der Yellow Leg? Denn sein Bein ist nicht mal ansatzweise gelb. In the isolated wilderness in the southeast. Mhm. Dann ist das der Anfang. In der abgeschiedenen Wildnis im Südosten. Schlängelt sich zwischen Land- und Wasserkanälen. Erhält der Wächter den Seelenpfad? Das ergibt keinen Sinn. Die zu einer Höhle führen, bewacht von einer Figur der Ahnen. Also irgendwie passt das alles nicht ganz so gut zusammen, wie ich jetzt gehofft hatte. Vielleicht leidet es aber auch an der Übersetzung. Aber ich will jetzt nicht so viel Zeit im Menü verschwenden. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zu Skell. Und ja, dann... Oh, das sind Wolves. Verdammt! Jo. Die kommen. Halt Kontakt. Gut, also ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich bei Skell in Erawan. Jace. Haben Sie meinen Dad gefunden? Es tut mir leid. Sagen Sie es nicht! Harmony. Wenn ich es nicht höre, ist es nicht wahr! Wenn ich es nicht höre, ist Ted noch am Leben. Er darf es nicht sagen, Chase. Das ist nicht so. Es tut mir leid, Liebes. Es tut mir so leid. Und Ayana? Ich weiß, wo sie ist. Ich bring sie zurück. Fox konnte ich nicht helfen, aber ihr schon. Versuchen Sie es. Retten Sie Ayana. Nur das ist wichtig. Ja, das war der Einsatz Friendly Fire. Die arme Harmony. Und dann retten wir in der nächsten Folge Ayana Puri. Und dann geht's hoffentlich endlich Cole D. Walker, unserem ehemaligen Ghost-Kollegen und Oberwolf, an den Kragen. Alpha-Wolf.
Ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Ich freue mich auf euch.